Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einem neuen Teil in der Reefer-Technik. Heute geht es sich um die Filterung, wie ich sie aufgebaut habe, was dahinter steckt. Sinn und Zweck des Ganzen erkläre ich euch gleich nach dem kurzen Intro. Bleibt dran! Ja Leute, das Thema Filterung wird in den unterschiedlichen Becken unterschiedlich angewendet und man muss grundsätzlich sagen, was brauche ich für eine Filterung, was will ich damit erreichen? Viele gehen hin und sagen, ich brauche einen Fließfilter. Fließfilter wäre eine feine Sache, wenn ich A, dafür Platz hätte und B, wenn ich die Funktion dieses Fließfilters auch tatsächlich so bräuchte. Weil man muss grundsätzlich hingehen und sehen, was macht dieser Fließfilter. Der geht hin, nimmt Material auf, wenn das aufgenommen ist, beziehungsweise nicht mehr durchlässig ist, wird weitergezogen, das Material wird dem Wasser entnommen und im Prinzip gehe ich hin und hole Biomasse aus dem entsprechenden System heraus. Bei der Filterung, die ich hier anwende, ich filtere über Watte und diese Watte benutze ich mehrfach, hat den Hintergrund, ich benutze diese Filterung bzw. die Watte, die hier drin ist, gleichzeitig als Nährstoffproduzent. Wenn ich einen Fließfilter drin habe, gehe ich hin, hole die Nährstoffe raus und es wird nichts weiter produziert. Das heißt, wenn ich ein gut besetztes Becken habe und ich habe zu viele Nährstoffe, ist ein Fließfilter eine feine Sache. Habe ich aber jetzt so wie hier ein gut besetztes Becken, aber zu wenig Nährstoffe, weil meine entsprechenden Korallen auch Material ziehen ohne Ende, dann muss ich gucken, dass ich irgendwo einen Nährstoffproduzenten reinbekomme. Das kann man einerseits machen mit Fische und ihr seht, ich habe hier schon eigentlich genug Fische drin, also fällt diese Option für mich flach. Dann gehe ich hin und filter über Watte oder über einen Schwamm, weil sich dann da dementsprechend auch dann Nährstoffe drin bilden können. Das sind die sogenannten Nitratbomben. Natürlich muss ich hingehen und die mindestens einmal der Woche sauber machen, weil sie voll sind. Aber sie produzieren auch in der Zeit dementsprechend Nährstoffe für mein Becken. Die sogenannten Nitratbomben, wie gesagt hier die Schwämme bzw. die Watte, die ich einsetze, sollte man grundsätzlich auch nur einsetzen, wenn man, ich sage jetzt mal, genug Abnehmer hat. Man kann sie natürlich auch so einsetzen, dann hat man aber die Problematik, dass man wirklich hingehen muss und das Ganze alle ein bis zwei Tage reinigen sollte, weil ansonsten zu viel Nährstoff produziert und eingetragen wird. Das wollte ich noch mal sagen, das ist wichtig und wir gehen zur nächsten Filterungsart über. Der nächste Teil bzw. das nächste Gerät in der Reihenfolge der Filterung, was ich hier drin habe, ist die UVC. Hier, wie ihr seht, eine Debari 15 Watt, fragt mich nicht nach der genauen Bezeichnung, keine Ahnung, kein Plan. Sie ist im Endeffekt dafür da, um hier mein Japonicus fit zu halten. Einerseits natürlich, um die Keime abzutöten. Andererseits ist sie natürlich auch ein Teil, in Anführungszeichen, der Filterung. Sie nimmt hier hinten dementsprechend Wasser aus der Klarwasserkammer auf, jagt einmal durch den Wirkungsbereich durch und der Ausfluss sitzt bei mir hinten direkt am Abschäumer. Das heißt also, das Wasser, was aus der UVC herauskommt, wird direkt vom Abschäumer aufgenommen, einmal durch den Abschäumer gejagt. Womit wir auch beim nächsten Punkt der in Anführungszeichen Filterung wären. Kleinen Nachtrag noch zur UVC. Ihr solltet grundsätzlich darauf achten, dass wenn ihr eine UVC einsetzt, egal von welchem Hersteller, dass der entsprechende Durchfluss nicht zu hoch ist. Je länger das Wasser in der, ich sag's mal, Behandlungskammer verweilt, desto besser ist der Wirkungsgrad der entsprechenden eingesetzten UVC. Hier habe ich eine relativ große Kammer, das heißt, ich könnte theoretisch mehr Wasser vom Volumen her durchjagen. Nehme aber eine relativ kleine Pumpe im Bereich 300 bis 500 Liter war es, glaube ich, oder 600 Liter und erreiche somit eine höhere Effizienz. Das ist noch eine Sache, die man grundsätzlich bei UVC bzw. auch gleich bei anderen Filtermedien, Reaktoren beachten sollte.
kommen wir jetzt dann tatsächlich zu dem nächsten Teil in der Reihenfolge der, ich sag jetzt mal, Filterung oder Wasserbearbeitung. Das ist unser Abschäumer. Hier ein RSK 300. Eigentlich laut Herstellerangabe für diesen Besatz und dieses Becken unterdimensioniert. Muss aber ganz ehrlich sagen, der macht es, der macht sein Ding. Und ich kann mich eigentlich nicht genug beschweren über dieses Gerät. Es funktioniert jetzt endlich so, wie es soll. Angeschlossen, wie ihr hinten seht, sind zwei Schläuche, die hier hinten, blende ich euch auch nochmal eben kurz ein, über Atemkalk dafür sorgen, dass dementsprechend CO2 rausgezogen wird und für einen stabilen pH-Wert sorgt. Zum Zweiten ist der Abschäumer natürlich dafür da, um Eiweißverbindungen aus dem Wasser herauszuziehen. Und ihr seht selber, hier ist schon einiges drin. Es ist aber auch nicht so dunkel, wie ich das gerne hätte. Das heißt, ich habe einen gewissen Nährstoffgehalt hier drin. Momentan holt er relativ viel raus. Aber ich habe, das verlinke ich euch hier oben auch nochmal kurz, ja, das entsprechende Video dazu gemacht, Nährstoffkontrolle leicht gemacht. Da geht es sich unter anderem darum, wie ich mit dem Abschäumer Nährstoffe aus dem Wasser herausziehen kann. Und das ist natürlich auch ein essentieller Teil der Filterung bzw. der Wasseraufbereitung hier in unserem System. Wenn ich natürlich Fische einsetze, wenn ich Getier im Wasser habe, was ich füttern muss, dann komme ich meiner Meinung nach um einen Abschäumer nicht herum. Kommen wir zum letzten Teil der Filterung und das ist da hinten mein Medienreaktor der Firma Aqua Forest, der AF90, wenn mich hier alles täuscht. Da habe ich Aktivkohle drin und ein bisschen Phosphatabsorber. Aktivkohle, weil ich hier so viele unterschiedliche Korallen gleichzeitig habe in relativ großer Masse. Und es ist halt wichtig, dass man dann hingeht und die Nesselgifte bzw. die Hemmstoffe, die die ins Wasser abgeben, über die Aktivkohle rausfiltert. Wichtig an der ganzen Sache ist, wenn man mit Aktivkohle arbeitet, da werden so Sachen wie, lass mich nicht lügen, Strontium, Jod und andere Sachen, die ich jetzt nicht so im Kopf habe, noch zusätzlich rausgezogen. Da muss man hingehen und natürlich das Material wieder zuführen. Das ist ganz wichtig, damit keine Mangelerscheinungen hier im Endeffekt entstehen. Beim Wirbelbettfilter ist es im Endeffekt wichtig, dass er auch nicht zu stark und zu schnell durchströmt wird. Einige, ich sage es mal, Aktivkohlen lassen das mit sich machen. Es gibt natürlich auch andere, wo es besser ist, dass es einfacher durchgeht. Da kann man sich jetzt drüber streiten. Will ich auch kein explizites Thema jetzt hier aufziehen. Ich gehe hin, grundsätzlich, ich wässere meine Kohle mit kaltem Wasser. Spüle sie durch, packe sie in den Reaktor rein, lasse sie mit Osmosewasser nochmal durchlaufen, bis nichts mehr rauskommt an Dreck und habe die dann einsatzbereit. Hier ist eine 400 Liter oder eine 500 Liter Pumpe dran verarbeitet, die dafür sorgt, dass genügend Material dann durch den Reaktor durchgedrückt wird, aber das Material an sich, also sprich der Phosphatabsorber und die Kohle, bewegen sich in meinem Reaktor nicht. Das ist meine Philosophie, das ist meine Einstellung. Es gibt Leute, die sagen, es muss sich bewegen, es kann sich bewegen. Könnt ihr gerne machen, wie ihr wollt. Bei mir bleibt es still. Ja Leute, ihr seht, die Filterung ist bei mir mehrstufig aufgebaut und greift mehr oder weniger ineinander. Hat dementsprechend auch gewisse Funktionen, wie zum Beispiel die eingesetzte Filterwatte soll Nährstoff produzieren. Der Blasenfangschwamm, den ich euch jetzt noch mal kurz einblende, erfüllt im Prinzip die gleiche Funktion. Der Abschäumer ist natürlich klar zur Wasseraufbereitung, wenn man dementsprechend Getier drin hat, also Fische und anderes, und muss sie füttern, dann muss ich in meinen Augen einen Abschäumer definitiv einsetzen. Und über den Einsatz einer UVC kann man streiten, muss man aber nicht. Ich sag mal, heutzutage ist grundsätzlich wichtiger, beziehungsweise wichtig, eine UVC beim Einsatz von Totgestein einzusetzen, weil, da kommen wir dann dementsprechend auch noch zu hinten beim Projekt, da kann es dementsprechend relativ zügig oder schnell zu einer Bakterienblüte kommen und eine UVC beugt natürlich dementsprechend vor. Ich mache aber auch in meinen Augen mit einer UVC nichts kaputt im Becken.
Was haben wir noch? Ach ja, der Medienfilter, den muss ich dann dementsprechend bestücken, so wie ich ihn brauche. Und hier in meinem Becken ist er halt bestückt mit Aktivkohle und ein bisschen Phosphatabsorber. Benutze momentan das Diakat B. Das hat den Hintergrund, dass es grundsätzlich immer nur ein kleines bisschen an Material rauszieht. Ich will nicht zu viel rausziehen, weil das soll im Endeffekt durch die Korallen verbraucht werden. Ja, alles in allem, ihr seht, wie meine Filterung aufgebaut wurde, beziehungsweise das Technikbecken bestückt ist mit der entsprechenden Wasseraufbereitungstechnik. Solltet ihr da noch Fragen zu haben, schreibt es mir gerne runter in die Kommentare. Und ich würde mal sagen, das ist genug für heute. Ich habe mal wieder lang genug gelabert. Wenn euch das hier gefallen hat, lasst mir doch bitte den Daumen da. Solltet ihr diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben, abonniert ihn doch bitte und macht die Glocke an. Dann kriegt ihr auch mit, wenn ich wieder einen raushaue. Ist in der Regel einmal pro Woche. Und ich kann euch sagen, das Projekt wird bald starten. Und vielleicht kommt dieses Wochenende noch ein Video raus, der Infothek, wo ich noch ein kleines bisschen was zusammenfasse. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Ich sehe auf euch. Euer Rainer. Ciao.